Niklas, das war ein überraschend starkes Spiel der deutschen Mannschaft. Oder haben Sie und das Team mit sowas gerechnet? Natürlich haben wir damit gerechnet. Wär schlimm, wenn wir noch nicht an uns glauben würden. Wir haben uns gut auf das Spiel vorbereitet. Wir haben, glaube ich, eine gute Leistung gezeigt. Viele Dinge von unserem Plan sind aufgegangen und das ist ein Erfolgserlebnis, was uns gut tut. Was war der Kern dieses Plans? Ja, natürlich haben wir uns auch stark auf den Gegner eingestellt. Wir wussten, dass die Franzosen natürlich extrem konterstark sind, wir eine gute Restverteidigung brauchen und wir auch sehr klar im Ballbesitz sein müssen. Wir haben in der ersten Halbzeit viele Bälle auch in den vorderen Reihen gut gehalten und dann in der zweiten Halbzeit, glaube ich, zum richtigen Zeitpunkt einfach das Tor gemacht. Und dass es dann gegen so eine Mannschaft auch mal Phasen gibt, wo der Gegner den Ball hat und das Spiel vielleicht mal ein bisschen leitet oder bestimmt, das ist okay, solange wir in den Verteidigungsphasen so sicher stehen, dass es nicht zu gefährlich wird. Wie war es heute, Toni Kroos zu erleben, ihn spielen zu sehen? Ja, ich habe ihn ja schon im Training jetzt viel gesehen. Ist natürlich, wie gesagt, ein extrem guter Taktgeber, der uns natürlich schon sehr, sehr hilft mit seiner Qualität. Es ist sehr, sehr schwer, ihn zu pressen. Und ich glaube, wenn wir dann im Ballbesitz den Ball laufen lassen, dann sind wir schon eine echt gute Mannschaft. Und er hilft uns halt einfach, durch seine Qualität mehr Ballbesitz zu haben. Es gab viel Kritik. Du hast auch oft hier gestanden nach Spielen, wo es nicht lief, um es mal so zu formulieren. War das jetzt heute ein Brustlöser? Habt ihr jetzt mal ein ganz anderes Gefühl nach dem Spiel in der Kabine gehabt? Freut man sich jetzt umso mehr auf das Holland-Spiel? Es muss ja jetzt irgendwas mal passiert sein, oder? Wir haben uns immer auf die Spiele sehr gut vorbereitet. Es war auch immer bis zum ersten Spiel lief sehr gut und auch die Trainingseinheiten waren gut. Aber jetzt war schon eine richtig gute Intensität im Training. Wir haben die Dinge, glaube ich, auch im Training schon sehr gut umgesetzt und ich fand das heute einfach verdient. Ich fand, wir haben es gut gemacht. Fände es aber auch gut, wenn wir jetzt ein bisschen demütig bleiben und genauso weiterarbeiten. Und gefreut hätten wir uns sowieso auf das Holland-Spiel. Von daher freuen wir uns auch so. Nach einem Sieg ist natürlich immer schöner und das Selbstvertrauen wächst. Gibt schon eine Absprache mit dem Bundestrainer, ob du gegen Holland eine größere Rolle spielen wirst als heute? Erstmal kommentiere ich keine Absprachen mit dem Bundestrainer und zweitens hat, glaube ich, der Bundestrainer sich jetzt ziemlich deutlich geäußert und wenn ihr da mehr wissen wollt, müsst ihr ihn fragen. Wie ist denn das so vom Teamspirit? Ich war die Tage in Frankfurt auch dabei und es schien immer so zu sein, als klappt das ganz gut, auch mit den ganzen Neuen. Ist das so oder täuscht es? Ja, wir haben natürlich eine ganz andere Rollenverteilung, eine ziemlich klare Hierarchie in der Mannschaft und ich glaube, dass das jeder Mannschaft gut tut. Hierarchie ist sehr gesund und das hilft uns gerade. Ich glaube, die Trainingsintensität ist sehr hoch und ich glaube, dass wir im Moment ganz gut zusammengestellt sind, zumindest für diesen Lehrgang jetzt. Niklas, eine Frage noch. Wenn du wählen könntest, würdest du dich dafür entscheiden, dass Nagelsmann dein Bundestrainer bleibt oder dein Dortmund-Trainer wird? Was ist das für eine Frage? Bitte nicht. Also, was ist das für eine Frage? Nee. Noch irgendwas anderes? Was ist das beste Spiel von Deutschland, seit du in der Nationalmannschaft bist heute? Kann ich jetzt so schnell nicht beantworten. Ich glaube, es war ein sehr gutes Spiel. Ich finde, man braucht nicht immer direkt in Superlativen reden, weil, wie gesagt, es war ein Freundschaftsspiel gegen einen sehr guten Gegner. Wir sind weiterhin in der EM-Vorbereitung, wollen positive Ergebnisse erzielen, um unser Selbstvertrauen zu stärken und dementsprechend war das heute wichtig und gut, und aber in Superlativen mag ich nicht so gerne reden. Aber eine besondere Freude so gegen Frankreich müsste es doch schon gewesen sein, oder? Ja, man hat ja, glaube ich, auch gesehen, dass die Franzosen ein bisschen anders aufgestellt waren als in dem Spiel in Dortmund. Ich glaube, sie wollten heute vor heimischem Publikum auch unbedingt gewinnen, aber wir haben es ihnen halt extrem schwer gemacht und haben ein gutes Spiel gemacht.